Schönen guten Morgen. Wir sind, ich war jetzt die ganze Woche nicht online, weil wir das Wetter ausnützen wollten. Und wir beschäftigen uns heute mit so einem Hintergrund. Aber zuerst wollte ich, ich habe nicht viele jetzt da, nur zwei verschiedene. Und zwar sind die im Shop, wie ihr wisst, die neuen Andy Skinner Stempel. Und da hatte ich ja gestern schon gepostet. Wartet. Die Karte habe ich gestern gemacht. Das ist nur mit Aquarellfarbe gemacht. Und dann haben wir, was ich jetzt dann auch zeigen wollte, mit Bubbles eine gemacht. Und wir werden demnächst auch, und zwar mein Bekannter, der auch schon ein paar Mal in den Videos zu sehen war, ist er einmal im Monat in Japan und der bringt mir immer irgendwas mit. Und ich habe ihn gebeten, diesmal zu schauen, ob er irgendwelche Watercolor-Stifte kriegt, die eine feine Spitze haben. Und das hat er mal mitgebracht, jetzt zum Ausprobieren. Sind dann eben diese Farben im Set. Nur mal zum Probieren kommen. Frisch aus Japan, weder von Temu noch von Elli, sondern von meinem guten Bekannten, den ich seit 35 Jahren habe. Und der ist wegen seinen Computersachen einmal im Monat eben, wie gesagt, in Japan. Und dann bringt er mir immer Sachen mit. Und ich finde die Stifte mega. Habe sie natürlich gleich ausprobiert. Und wir werden auch welche kriegen. Die schauen dann so aus. Da können wir. Da hat er mir nur eine mitgebracht. Da könnt ihr dann Kalligrafie machen. Und zwar haben die eine dünne Spitze und eine breite Spitze. Und damit, das sind wie Alkoholmarker. Und die, da gibt es 35 Farben, glaube ich, hat er erzählt. Und die kann man ineinander mischen. Ich mache jetzt hier mal an der Seite so hin, dass man sieht. Wie gesagt, ab September kommt er wieder zurück. Jetzt ist er gerade da, fährt aber ins, oder fährt, fliegt in 2 Wochen wieder und bringt mir das dann mit. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ich finde die jedenfalls lustig und mega. Schon allein wegen dieser Spitze. Kann ich auch hier zeigen. Da könnt ihr eben, weil die wasserlöslich sind, mit Wasser dran gehen und die dann verdünnen. So wie ich das gemacht habe, hier zum Beispiel auf dieser Karte, das Gesicht und den kleinen Jungen, die Kleidung von dem, haben wir in dem Türkis und in dem Blau gemacht, den Luftballon in dem Rot. Also man kann die super toll hernehmen. Und bei der anderen Karte haben wir hier auch die Haare und das Gesicht gemacht. Und ich finde es halt toll, weil die wirklich absolut dünn sind. Lasst euch überraschen. Ich fand es toll, dass er an mich gedacht hat und mir die mitgebracht hat. Und dann sind ja, das wollte ich auch kurz zeigen, inzwischen auch die Spritz bei mir im Shop. Könnt ihr auch bestellen, die 12 Farben jetzt, die neu rausgekommen sind. Da habe ich jetzt schon die, wartet, bevor alles umkippt, die Seifenblasen damit gemacht. Die hier jetzt drauf sind, in dem Blau und in dem Pink. Damit ist noch nicht ganz trocken, wie ihr seht. Glitzert die Karte. Da habe ich jetzt hier das Blau hergenommen, das Peacock. Und da ist nicht wundern, die Kugel drin, weil da auch mit Metallic Pigmente drin sind. Und dann habe ich das Picket Raspberry genommen, das ist dieses Pink. Und nachdem ich gefragt wurde, wie man solche Hintergründe macht, habe ich gesagt, okay, ich zeige das kurz, wie ich das mache. Und machen würde. Und da haben wir eben das andere noch gemacht. Das schaut deswegen so aus, weil ich wollte euch zeigen, bitte nicht in die Blasen gehen mit dem Föhn, weil dann sind sie weg. Wenn ihr es trocken macht, immer von der Rückseite.
zeige ich jetzt gleich. So, und ich habe einen ganz stinknormalen Cardstock hergenommen. Einmal den kurzen und einmal die langen. Und vorhin habe ich mich aufgeschnitten, irgendwie, keine Ahnung. Am Finger, das sieht man noch an der Packung, weil ich nämlich den langen Cardstock dafür hergenommen habe. Also wie gesagt, Cardstock braucht ihr. Dann nehmt ihr am besten so eine Schale, wie ich jetzt. Da ist ganz wenig Wasser und dann die doppelte Menge an Spülmittel drin. Und dann könnt ihr das mit dem Strohhalm einfach wischen. Ich tue jetzt das ein bisschen weiter runter. Dann seht ihr es besser. Wieder andersrum. So. Dann tut er das ein bisschen mischen. Mischel. Und dann könnt ihr mit dem Strohhalm einfach reingehen. Und eure Blasen machen. Ist natürlich jetzt noch nicht fertig, weil ich wollte erst meinen Cardstock rausholen. Weil da müsst ihr schnell sein. Und da könnt ihr eben, wie gesagt, entweder die Sprays nehmen. Ich habe jetzt da die Distress Spritz benutzt, damit man die auch zeigen können, die Farben. Und ihr könnt da auch super toll mit Watercolor reingehen. Und was ich zum Beispiel jetzt hier nicht mache mit den Wasserblasen, ich mische mir da jetzt keine Farbe mit rein, weil dann könnt ihr nämlich die Farbe hier reinmischen. So, Moment. Ich habe zu viel Wasser erwischt, ich muss noch ein bisschen Spülmittel reintun. Bin sofort wieder da. Kann sich nur um Stunden handeln. Bin wieder da. Entschuldigung, kann auch mal passieren, dass man zu viel Wasser rein tut. Wie gesagt, ihr tut da eben das Spülmittel und ein bisschen Wasser rein. Und dann entstehen die Blasen. Und die Blasen könnt ihr dann nehmen mit so einem Spatel. Gehe ich da so rein. Hol mir meine Blasen raus. Tu mir jetzt die Blasen rein. Wartet. So. Unsere Blasen holen. Tue ich mir jetzt da auf den Cardstock. Ein bisschen verteilen. Wo ihr es haben wollt, bleibt ihr euch überlassen. So. Tue ich jetzt mal schnell weg. Und dann könnt ihr, wie gesagt, tut ihr eure Spritz ein bisschen schütteln. Und dann nehmt ihr die hinten, das Ende, und geht da auf eure Bubbles. Könnt ihr richtig schön dann verteilen. Ich habe jetzt das Gelb. Unten noch hin. Also ihr müsst es danach natürlich trocknen lassen. Ihr könnt dann nicht sofort wieder drauf gehen. Ich habe die andere Karte jetzt 2 Stunden trocknen lassen. Im Hintergrund hört er meine Hunde. Wie immer halt. Noch ein bisschen.
Dann können wir das Pink noch dazu nehmen. Hallo, ihr zwei. Tust du ein Lucky weg, Niklas? Da jetzt mit dem Pink. Geht das so auf die Blasen und verteilt es dann. Farben vielleicht auch mischen. Machen wir uns noch mal ein paar Blasen. Holen wir uns noch mal welche raus. Hier vielleicht den, das über den Cardstock halt dann geht. Unten noch was. Oben vielleicht noch, da an die Seite. Dann könnt ihr eben, wie gesagt, spritzt. Das wollte ich nicht. Kommt davon. Nicht richtig zuschraubt. So, wie gesagt. Ich muss ein bisschen schütteln, aber mit Papier. Dann nehme ich eben wieder die Rückseite her. Ich gehe da auf meine Bubbles. Und dann müsst ihr eben schnell sein, weil die sich auch schnell auflösen. Ihr hört unseren Welpen im Hintergrund, der ist auch wieder aktiv. Das ist immer der Erste, der hier wach ist. Und dann, wenn keiner aufstehen will und er aber was will, dann hüpft er dir sofort ins Gesicht. Und wenn es um 4 oder 5 in der Früh ist, ist dem das auch wurscht. Der findet es ganz lustig. So. Würde jetzt so ausschauen mit unseren Babbeln. Die sind ein bisschen weggerutscht, dafür habt ihr jetzt aber einen Hintergrund. Könnt ihr dann ja nochmal danach nachmachen. Das jetzt hier mal schnell weg, sonst ist alles schmutzig. Wenn uns das an der Seite runterläuft. Das jetzt schnell weglegen. So. Dasselbe können wir mit einer großen Karte machen, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon. Ich muss das sauber machen. Überall. Ich weiß nicht, ich habe mich heute irgendwie hier gestochen. Keine Ahnung. So. Das mal runter. Machen wir nochmal Bubbles für die andere Karte. Hört sich irgendwie gefährlich an, ist es aber nicht. Holen wir uns die Blasen wieder raus. Verteilen die hier über den Cardstock. Schönes Muster vielleicht noch kriegen. Bleibt euch überlassen. Wenn es getrocknet ist, dann könnt ihr eben mit den Stempeln, ich bin da jetzt mit Versaclair drüber gegangen, könnt ihr da drüber gehen. Lassen wir das jetzt. So, und dann habe ich meine Kasten auf der Rückseite. Schnell die Sprays hier weg. Wie gesagt, sind im Shop, könnt ihr kaufen, sind da und die schwuppdiwupp, schon ist mein Licht aus. Und die Andy Skinner auch, ist auch da. Schnell auf den Boden stellen. So. Und mit Wasserfarben könnt ihr da eben auch dran gehen. Bedeutet, ich tue mir die Karte jetzt ein Stück rüber. Und ihr habt ja alle Aquarellmalkasten. Und da gehe ich immer ganz gern vorher mit der Wasserflasche drüber und sprühe mir die Farben ein.
dass sich die Pigmente schon lösen. Könnt ihr jetzt einen Pinsel nehmen. Wo habe ich ihn da? So. Dann könnt ihr euch überlegen, welche Farben ihr wollt. Was weiß ich, gehe jetzt mal in die Rot. Und dann könnt ihr hier eure Blasen färben. Ihr hört im Hintergrund Isabel. Wir sind alle leicht erkältet durch das tolle Wetter, was wir jetzt wieder haben. Einmal warm, einmal kalt. Gestern hatten wir Gewitter mit Hagel. Ein bisschen Wasser dazu. So, und dann könnt ihr noch eine andere Farbe nehmen. Ich würde jetzt da dieses Gelb-Orange nehmen. Wieder Wasser vorher drauf. Dahin mehr Wasser dazu. Können wir in das Rot noch mit reinmischen. Und da hinten noch ein bisschen. Unten noch hingehen. Ich habe sogar zwei erwischt, habe ich gar nicht gemerkt. Ich das mal weg. So. Gehen wir hier noch hin. Wieder ein bisschen mit Wasser. Da haben wir noch. Lass uns Rot ein bisschen mischen. Da unten nochmal. Und da wird schon trocken, seht ihr ja. Wieder mit Wasser. Ein bisschen in das Rot noch mit rein. Hier runter. Und das lassen wir jetzt, wie gesagt, trocknen. Da oben noch hin. Hier war noch was. Nach runter. So, und das lasst ihr jetzt einfach trocknen. Und dann habt ihr den Hintergrund. Dann könnt ihr vielleicht noch Spreckel setzen, wie ihr lustig seid, wie es euch gefällt. Wir hatten die Rot. Hier zu wenig Wasser. Hier noch Spreckel dazwischen setzen. Ich würde jetzt das Glitzerspray nicht benutzen. Das haben wir auf der anderen Karte ja schon, dass wir zwei verschiedene haben. Haben wir das Rot. Pinsel schnell sauber. Nehmen wir noch das Gelb dazu, weil wir haben ja auch die Bubbles gemischt. Und dann, wie gesagt, lasst das eben gut trocknen und dann könnt ihr drauf stempeln, so wie ich das mit der Beispielkarte gezeigt habe. Oder ihr schneidet es auseinander. Dann könnt ihr zwei Sprüche drauf machen. Habt dann schönen Hintergrund. Also ihr könnt damit alles machen. Aber bitte trocknen lassen. So. Wer ist die andere Karte? Hofft, dass man was sieht. Und das ist die erste gewesen. Die trocknet noch.
Die schaut dann, wenn sie getrocknet ist, so aus. Oder eben so. Könnt ihr dann Stempel nehmen, wie ihr wollt. Und euch was machen. Also ich hoffe, dass ich es verständlich gezeigt habe. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Vormittag. Vielleicht schaffe ich es heute noch mal anzukommen. Ansonsten bei Facebook sind wie immer Fotos. Dann wünsche ich euch was. Bis dann.